Wir sehen hier das Bild Mutter Gottes mit dem schlafenden Kind. Vor einem leuchtend roten Hintergrund ist Maria und ihr Kind dargestellt. Der blaue Mantel grenzt die beiden Figuren silhouettenhaft vom Hintergrund ab. Das Bild strahlt eine innere Ruhe aus. Es wirkt würdevoll. Doch ist hier wirklich der innige Moment zwischen Mutter und Kind dargestellt? Die Figuren wirken räumlich und plastisch und scheinen wirklich vor dem Betrachter zu stehen. Üblicherweise benutzen wir ja die UV-Aufnahme, um den Erhaltungszustand von Gemälden ein bisschen besser einordnen zu können. In diesem Fall, und das ist eigentlich eine Ausnahme, kann man besser unterscheiden, diesen rötlich-transparenten Farbauftrag, mit dem Baldung den Schatten angedeutet hat in diesem Bild. Auf der Rückseite haben wir einen merkwürdig monochrom schwarzen Anstrich. Das ist eine Seltenheit, dass man das noch in dieser Form vorfindet. Wir sind sehr glücklich drüber. Das hat uns beschert, dass die Tafel komplett plan geblieben ist.